Hanna, hat deine Mama mit der Lehrerin gesprochen? Ja, Lena, hat sie. Und ich hoffe, Tom lässt mich in Ruhe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe heute gar keine Lust auf Schule. Ich wäre auch lieber im Bett liegen geblieben. Schule ist so richtig bäh. Ich frage mich auch, was die Aktion mit der Thermosflasche sein soll. Guten Morgen. Bitte geht alle an eure Plätze. Guten Morgen, Frau Dick. Wir hatten uns beim letzten Elternabend darauf geeinigt, dass wir ab sofort kostenlos Tee in der Schule anbieten. Habt ihr denn alle eure Thermoskannen mit? Ja, Ja, hast du haben eine wir. eingesteckt? Boah, Felix, hast du eine große Trinkflasche? Mama hat die mir eingesteckt. Die hat zu mir gesagt, ich soll ganz viel trinken. Das ist ganz dolle gesund. Es darf sich nun jeder etwas Tee in seine Thermoskanne einfüllen. Sollte eure Thermoskanne leer sein, dürft ihr euch natürlich noch etwas nachfüllen. Der Tee steht da drüben im Regal. In der grünen Kanne ist Pfefferminz und in der roten ist Früchtetee drinnen. Hanna, fängst du bitte gleich an? Ja, Frau Dick. Lena, du hast eine Frage? Dürfen wir deinen Unterricht doch einfach so aufstehen? Im Unterricht versuchen wir bitte sitzen zu bleiben. Den Tee könnt ihr euch dann in den Pausen wieder auffüllen. Okay. Frau Herold, das war's von meiner Seite. Dann gehe ich rüber in meine Klasse. Ja, hoffen wir, dass das Projekt gut ankommt bei den Schülern. Guten Morgen, Kinder. Wenn wir dann alle fertig sind, unseren Tee einzuschenken, nehmen wir unsere Hausaufgaben zur Hand. Ich habe meine Kanne bis oben hin voll gemacht. Da geht nichts mehr rein. Dann wollen wir unsere Hausaufgaben gemeinsam durchgehen. Ihr solltet das Land, was unten steht, auf der Weltkugel richtig zuordnen. Felix, trink nicht so viel. Mama hat gesagt, ich soll ganz viel trinken. Heute früh ging es mir nicht ganz so gut. Frau Herold, ich muss mal ganz dringend auf die Toilette. Darf ich bitte gehen? Ja, natürlich, Felix. Danke. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich mache mir gleich in die Hosen. Hoffentlich ist die Toilette nicht besetzt. Ansonsten gehe ich auf die Mädchentoilette. Ist mir auch egal. Oh, frei, zum Glück. Das war ganz schön knapp gewesen. Beinahe hätte ich mir in die Hosen gepieselt. Boah, hab ich dolle Bauchweh. Dann muss ich halt noch mehr Tee trinken. Dann gehen die Bauchschmerzen garantiert weg. Felix, wenn du dann fertig bist, nimmst du bitte deine Hausaufgaben zur Hand. Alles klar, Frau Herold, das mache ich. Frau Herold? Ja, Felix? So wie es aussieht, habe ich meine Hausaufgaben zu Hause liegen lassen. Dann schau bitte bei Lena mit in die Hausaufgaben rein. Ja, Frau Herold, das mache ich. Danke, Lena, dass ich bei dir mit in die Hausaufgaben reinschauen darf. Jetzt trinkst du ja schon wieder. Lena, was soll ich denn machen? Mama hat gesagt, ich soll viel trinken und außerdem tut mir ganz doll der Bauch weh. Dann musst du ja ständig auf die Toilette. Ja, na und, was ist denn so schlimm? Ich darf doch im Unterricht auf die Toilette. Frau Herold, es tut mir leid, aber ich muss schon wieder auf die Toilette, darf ich? Ja, Felix, dann geh bitte. Oh, was ist denn heute mit mir los? So viel war ich ja noch nie pullern gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, die Bauchschmerzen werden auch nicht besser. So, das war's für diese Stunde gewesen. In der nächsten Stunde haben wir Mathematik. Lena? Ja, Hanna. Darf ich in der Pause mit bei euch stehen, bitte? Ja, natürlich. Danke, Lena. Hey Felix, wollen wir rausgehen, Basketball spielen? Nee, du lass mal. Ich habe ganz dolle Bauchschmerzen. Ich gehe mal schnell auf die Toilette. Okay, Lena, wir warten hier. Oh nein, jetzt muss ich auch noch anstehen. Die nächste kann aufs Klo. Jungs, seid mir nicht böse, aber ich glaube, ich muss schon wieder auf die Toilette. Oh Mann, Felix, was ist denn heute los bei dir? Jetzt Oh Mann, muss der ich weiß schon auch nicht, wieder was aufs los ist. Klo. Ich hätte heute doch lieber zu Hause bleiben sollen. Du musst ganz schön viel aufs Klo, Felix. Ja, Lena, was soll ich denn machen? Ich glaube, ich habe meine Blase mir irgendwie da, keine Ahnung, was auch immer, aber beim Pipi machen tut es immer so dolle brennen. Lena, ich muss ganz dringend jetzt Pipi, ich kann es nicht mehr anhalten. Sag mir jetzt nicht, dass die Toilette besetzt ist. Doch, genau ist sie. Ach du Kacke, hoffentlich beeilt er sich. Hey, mach mal hin, ich muss ganz dringend aufs Klo, ich mach mich gleich in die Hosen. Felix, was ist mit dir schon wieder los? Oh Mann, ich gehe gleich auf die Mädchentoilette. Ich kann es echt nicht mehr anhalten. Ha, die ist auch besetzt, Felix. Tut Oh mir nein, das leid. wird immer schlimmer. Jetzt mach doch mal Dampf da drin. Ich muss mal aufs Mensch, ich Klo. mache gerade einen Haufen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe kacken. Oh Mann, dann kack einfach schneller. Ich mach mir gleich in die Hosen. Oh oh, oh Mann. Jetzt kannst du dir Zeit leisten beim Kacken. Es ist eh schon zu spät.
Tom, das ist gar nicht witzig. Frau Pratka, kommen Sie bitte mal mit. Okay. Ihr werdet es gar nicht glauben, aber Felix hat sich gerade in die Hosen gepieselt. Boah, Tom, ey, du bist so doof. Lena hat recht. Tom hat mich gestern über WhatsApp gemobbt. Ja, und Hanna, dafür war deine Mama heute da und hat gepetzt. Tom, jetzt ist aber Schluss. Du gehst sofort hoch ins Sekretariat. Oh, ist das Ihr Ernst, Frau Pratka? Ach, herrje, was ist denn da passiert? Ich musste mal ganz dringend Pipi und die Toiletten waren die ganze Zeit besetzt und ich konnte es einfach nicht mehr anhalten. Ja, dann ist es halt rausgelaufen. Felix, du kannst jetzt auf die Toilette, die ist jetzt frei. Ha, findest du das etwa witzig, Hing? Jetzt muss ich auch nicht mehr aufs Klo, wegen dir habe ich mir in die Hosen gepullert und alle lachen mich aus. Oh, I, was ist das denn jetzt? Oh, sag mir nicht, dass ich jetzt noch in deine Puller reingelaufen bin. Oh, das ist so eklig. Selber schuld, Hing. Du hättest dich bloß etwas beeilen müssen, dann hätte ich auch nicht hierher pullern müssen. Oh nee, lass mich fall bloß in Ruhe, Felix. Felix, du kommst mit mir hoch ins Sekretariat, wir müssen deine Eltern informieren. Felix, zieh dir bitte die Hose aus deinem Turnbeutel an. Wir haben heute keinen Sport, deshalb habe ich auch keinen Turnbeutel dabei. Ja, dann musst du halt so auf deine Mama warten. Tom, von dir bekomme ich bitte noch das Hausaufgabenheft und du entschuldigst dich bitte bei Felix. Ja, Felix, tut mir leid, mache ich nie wieder. Zufrieden, Frau D., kann ich jetzt wieder zurück in meine Klasse. Bitteschön. Felix, deine Mama ist zu Hause? Eigentlich schon, Frau D. Okay, dann rufe ich sie an. Setzt du dich bitte hier hin und wartest? Mhm. Ja, schönen guten Tag, Frau Fischer, Frau D. von der Grundschule Plymouth City. Ihrem Sohn ist bei uns ein kleines Missgeschick passiert. Könnten Sie bitte eine neue Hose mitbringen? Felix, du bleibst hier bitte sitzen. Ich muss zurück in die Klasse. Alles klar, Frau D. Kann ich dann auch auf die Toilette, wenn ich mal muss? Ja, natürlich, Felix. Ich bin so schnell ich konnte gekommen. Was ist denn los? Mama, ich habe eingepullert. Hallo, Frau Fischer. Sie sollten mit Felix vielleicht zum Arzt gehen. Nicht, dass er sich irgendwas geholt hat. Ja, Mama, ich musste so viel pullern und ich habe auch ganz dolle Bauchweh. Okay. Frau Dick, vielen Dank, dass Sie Bescheid gegeben haben. Ich will gar nicht stören. Ich möchte nur die Sachen von Felix holen. Felix, ich glaube, ich habe alles, oder? Ja, Mama. Felix, du wartest unten. Ich schaffe nur schnell die Sachen hoch und hole deine Versichertenkarte, okay? Okay, Mama, beeile dich bitte. Felix, ich schlage vor, wir fahren gleich in die Kinderklinik. Oh nö, Mama, nicht in die Kinderklinik. Da gibt es nie was zum Spielen. Schönen guten Tag, wir möchten gern zu Frau Dr. Weiß. Mhm. Haben Sie die Versichertenkarte dabei? Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Ihr Sohn war schon mal bei uns in der Klinik? Ja, ich war schon ganz oft hier gewesen. Ah ja, da habe ich dich gefunden. Im ersten Stock im Wartezimmer bitte Platz nehmen, Sie werden aufgerufen. Mama, das Wartezimmer ist total voll. Weißt du, wie lange wir hier warten müssen? Ich habe keine Lust mehr. Ich will wieder nach Hause. Maximilian, da wünsche ich dir gute Besserung und wir sehen uns nächste Woche wieder. Okay, Frau Dr. Weiß. Auf Wiedersehen, Frau Dr. Weiß. Vielen Dank. Als nächstes die Diana Balzer, bitte. Mama, das bin ich, oder? Mhm. Mama, können wir uns da drüben hinsetzen? Dann kann ich mich auch anlehnen. Von mir aus. Oh Mann, ich muss schon wieder auf die Toilette. Mama, ich bin mal schnell auf Klo. Ich muss mal ganz dringend. Ja, sage mal, was ist denn mit dir los? Nicht, dass du eine Blasenentzündung hast, Felix. Glaube ich nicht, Mama. Ich habe bestimmt nur zu viel Tee getrunken in der Schule. Felix Fischer, bitte. Oh, mein Sohn ist noch auf Toilette. Der müsste aber jeden Moment kommen. Komm, Felix, wir wurden schon aufgerufen. Hallo, Felix. Hallo, Frau Dr. Weiß. Felix, erzähl doch mal, was hast denn du für Beschwerden? Ich muss ganz viel pullern und immer wenn ich Pipi mache, dann tut mir der Bauch so dolle weh. Tut dir der Bauch denn nur weh, wenn du aufs Klo gehst oder auch so? Mein Bauch tut mir die ganze Zeit weh, aber beim Pullern tut's ganz besonders dolle weh. Okay, leg dich mal bitte auf die Liege. Aua, da nicht so doll draufdrücken, da tut's weh. Alles klar, Felix, du darfst dich wieder hinsetzen. Frau Fischer, also es sieht schon ganz nach Blasenentzündung aus. Wir werden bei Ihrem Sohn jetzt noch Blut abnehmen und dann schauen wir mal, was die Laborwerte so sagen. Oh, wie lange dauert denn das noch? Ich will jetzt endlich nach Hause. Die Frau Doktor kommt bestimmt gleich, Felix. Ja, und hier ist sie auch schon. Kommen Sie bitte mit. Also Felix hat eine leichte Blasenentzündung. Du bekommst von mir ein Antibiotika und nach 4 Tagen sollte das wieder gut sein. Okay, kann ich da jetzt nach Hause? Ja, du darfst jetzt nach Hause, Felix. Gott sei Dank.
Heute grüße ich ganz lieb I Love You, Alicia Junghardt, P. Julia, Marissa Klemme, Franziska Fröhlich, Familie Hirte, Lina Kozaki und zum Schluss noch ganz lieb Sarah Eid-Harmer. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Playmobil-Videos von der Familie Mattes und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.